Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Ich will Feuer, ich will Eis und ich will Dosenbier saufen. Oh hey Gott, ich zusagen muss, ich glaube, ich habe das jetzt verwechselt mit dem Film, der quasi ganz zufällig einen relativ ähnlichen Titel hat. Nein, es geht hier nicht um Feuer, Eis und Dosenbier, es geht um Feuer, Eis und Dynamit, wobei man sich damit eigentlich auch relativ effektiv wegspringen kann. Dabei muss man sagen, ich bin halt bekanntermaßen eher der leidenschaftliche Après-Ski-Fahrer, derjenige, der frei nach Lorenz Büffels Motto Trinken ist auch Sport zu seinen Höchstleistungen aufhört. Aber ja, ich glaube, dass es da einige andere Leute gibt, die das Leben auf der Piste ein kleines bisschen anders genießen, so wie beispielsweise Willy Bogner. Er war in den 60er Jahren einer der beliebtesten deutschsprachigen Skifahrer und nur, um das ganz kurz abzukürzen, er hat an Weltmeisterschaften bei Olympischen Spielen teilgenommen, er hat 5 deutsche Meisterschaften in Abfahrtslalom und Kombination gewonnen und seine Karriere ging dann so weit, dass er natürlich als erfolgreicher Skifahrer Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre sogar zu Film und Fernsehen kam, respektive zum James Bond Franchise, wo er als Second Unit Director beziehungsweise eben auch in anderen Funktionen diese großartigen Skirennsequenzen, die ja tatsächlich zu den Mitmeilensteinen des gesamten James-Bond-Film-Franchises gehören, verantwortlich war. Das hat ihn dann offensichtlich irgendwie beflügelt, dass er auch seine eigenen Filme drehen wollte. Und so kam es dann zu Willy Bogner, dem Regisseur. Er hat ursprünglich für kleinere Fernsehproduktionen gearbeitet und dann mit seinem Film Feuer und Eis im Jahr 1986 im wahrsten Sinne des Wortes in Eigenregie hier einen Film auf die Beine zu stellen. Und dieser Film war ein unglaublicher Film im wahrsten Sinne des Wortes. Man muss ihn quasi gesehen haben, um zu glauben, dass es ihn gibt. Feuer und Eis ist ein 83-minütiger Film, der allerdings in erster Linie nicht wirklich als stringenter Film funktioniert, sondern relativ als fast albtraumhafte Aneinanderreihung von verschiedenen Videosequenzen, Musikszenen, Sportclips der ein oder anderen nicht ganz doll dargebotenen schauspielerischen Leistung und das Ganze irgendwie aber zusammengefügt in ein faszinierendes Gesamtkonzept, das irgendwie eine ganz eigene Atmosphäre und Ästhetik lebt und damit irgendwie einen Charme versprüht hat und mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Aber 4 Jahre später kam dann der zweite Teil dieser Reihe, nämlich Feuer, Eis und Dosynamit. Das ist eine komplett andere Handlung, ein Spielfilm, der quasi nicht seine Existenz als Spielfilm mit der reinen Laufzeit begründet, sondern tatsächlich den Sport in eine Spielfilmhandlung integriert. Und diese Spielfilmhandlung ist eigentlich relativ drollig. Roger Moore spielt in der Hauptrolle des Films einen Millionär, der mehr oder weniger vor den Trümmern seines Unternehmens steht und deswegen seinen eigenen Selbstmord vortäuscht, um das Erbe von 135 Millionen Dollar quasi gerade noch vor seinen ganzen Gläubigen und sonstigen Wirtschaftsinstitutionen schützen zu können und seinen Erben zukommen zu lassen über eine Stiftung. Aber ganz so leicht will er es ihnen natürlich nicht machen. Man kann nicht einfach irgendwo hingehen und sich die Kohle von Roger Moore nehmen. Was glaubt man eigentlich? Nein, nein, dafür muss man noch ein mehrtägiges sportliches Turnier absolvieren, das sich Roger Moore / Willy Bogner wirklich absolut perfekt durchdacht ausgedacht haben. Da müssen verschiedene Teams gegeneinander antreten, nämlich auf der einen Seite die Erben, auf der anderen Seite die Investoren und so weiter, damit es zu einem fairen Wettkampf kommt. Am Ende stehen dann mehrere Teams auf der Startliste und es wird immer wieder runtergebrochen, wer der Beste ist. Und anders als bei den James Bond Filmen beziehungsweise generell bei den Actionfilmen der damaligen Zeit, wo der tatsächliche Actionanteil bei 10-15% lag, hat sich Willy Bogner tatsächlich das Ziel gesetzt, diesen Actionanteil bei 50-60% zu definieren. Man merkt auch wirklich, dass ihm das Schauspiel mehr oder weniger zwar wichtiger war als im Vorgängerfilm, aber bei weitem nicht so wichtig, wie das normalerweise im Film ist. Und das war zugegebenermaßen
Die richtige Entscheidung. Feuer, Eis und Dynamit ist tatsächlich cinematografischer Sprengstoff. Ich muss an der Stelle ganz kurz auf die technischen Spezifikationen zurückkommen. Der Film wurde mit einem Budget von 21,5 Millionen D-Mark über 106 Drehtage realisiert. Der lange Drehzeitraum war unter anderem auch deswegen notwendig, weil verschiedene von diesen Wettkämpfen unter verschiedenen Jahreszeiten und dadurch Bedingungen stattgefunden haben. Aber die 250 Stunt-Leute, die hier tätig waren, von denen sich übrigens während dem Dreh nur einer wirklich verletzt hat. Ich glaube, bei den Vorbereitungen, beim Training waren es ein bisschen mehr. Aber gedreht wurde dieser Film auf 70 mm. Ja, das hier ist Oppenheimer-Niveau. Und dabei finde ich es wahnsinnig interessant, dass der Film bereits damals für seinen DVD-Release im Jahr 2006 im HD-Format lediglich abgetastet wurde. Aber dass diese DVD, die mittlerweile über 15 Jahre alt ist, immer noch ein fantastisches Bild liefert, nämlich nicht nur eine großartige Schärfe, sondern gerade diese extrem bunte, knallige Farbgebung, die nämlich eben gerade bei den Skidressen, bei diesen ganzen lustigen Gefährten von den einzelnen Teams zur Geltung kommt, einfach großartig transportiert. Und deswegen muss ich an dieser Stelle sagen, ich will Feuer, Eis und Dynamit als 4K UHD. Ich bin 100% davon überzeugt, dass es dieser Film verdient hat, in 4K veröffentlicht zu werden. Denn eine derartige Actionquote habe ich schon seit langem nicht mehr gesehen. Gut, man kann natürlich argumentieren, dass ähnlich wie bei einem klassischen Michael Bay-Film sich dann irgendwann einmal nach einer Stunde diese Action ein bisschen abzunützen anfangen, wie man sogar teilweise bei den rasantesten Skifahrsequenzen einen leichten Gainer verspüren könnte. Aber das tut nichts zur Sache. Das für ein verhältnismäßig, sage ich, um das nicht geringschätzig konnotiert zu sagen, unerfahrenes Drehteam hier eine phänomenale optische und visuelle Leistung gehabt zu haben. Ja, wir haben grundsätzlich zwei Kameramänner, die an dem Film beteiligt waren, nämlich Thomas Erhardt und Charlie Steinberger. Der letztere, der in erster Linie dann auch für die Actionsequenzen zuständig war. Aber wenn es dann natürlich um die ganz komplizierten Skibegleitsequenzen oder so ging, hat sich Willy Bogner bei dem Film dann auch noch einmal selber hinter die Kamera gestellt. Generell ganz kurz, der eine Kameramann, den wir bereits angesprochen haben, Charlie Steinberger, hat unter anderem auch noch die Kamera geführt bei Didi, der Doppelgänger im Jahr 1984, beziehungsweise bei über 100 anderen Film- und Fernsehproduktionen. Der zweite gecreditete Kameramann, Thomas Erhardt, ist bei 65 Produktionen dabei gewesen, hat auch den Film Feuer, Eis und Dynamit als seinen ersten Spielfilm inszeniert und uns in den 2010er Jahren solche Filme wie Bruder vor Luder oder Verpiss dich Schneewittchen gebracht. Danke noch einmal dafür. Was allerdings bei dem Film ebenfalls bemerkenswert ist, als Cutter war Peter Davis mit dabei, der Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre tatsächlich als Schnittassistent bei einigen James-Bond-Filmen angefangen hat, bevor er dann 1983 mit Octopussy als Hauptcutter für die James-Bond-Filmreihe begonnen hat und damit natürlich auch an den Filmen gearbeitet hat, bei denen Willy Bogner gearbeitet hat. Und das war definitiv auch der Grund, wo, der Ort, wo sich die beiden kennengelernt haben. Übrigens Peter Davis, dann auch noch als Cutter für Der Biss der Schlangenfrau tätig oder Filme wie Retrograde mit Dolph Lundgren. Aber das ist natürlich eine Sache wegen James Bond. Den anderen, den er bei James Bond kennengelernt hat, das war natürlich der Darsteller Roger Moore, keine Frage. Tatsächlich haben sich Willy Bogner und Roger Moore bei den Dreharbeiten zu den James Bond-Filmen sogar gut angefreundet, so dass Willy Bogner Roger Moore die Liebe für das Skifahren tatsächlich mitgegeben hat und dass Roger Moore auch einige ein bisschen gefährlichere für sein Alter Sachen für diesen Film jetzt gemacht hat. Und man aber trotzdem, auch wenn seine tatsächliche Rolle in dem Film irgendwie kleiner ist, man ein bisschen das Gefühl hat, er hatte Spaß daran. Und das ist, glaube ich, etwas, das merkt man bei so ziemlich allen Leuten, die an der Produktion von dem Film beteiligt waren. Man muss ja auch sagen, dass für die damaligen Verhältnisse ein bisschen das Who is Who der deutschen Filmszene zusammengekommen ist. Ja, Willy Bogner hat den Film natürlich selbst mitproduziert, aber als zweiter Produzent war kein geringerer als Bernd Eichinger mit dabei. Die beiden
waren übrigens nicht ganz glücklich über das, was nach der Veröffentlichung des Films passiert ist. Einige Filmkritiker haben sich damals schon extrem kritisch gegenüber dem massiven Product Placement geäußert, was so weit ging, dass sogar einige Kinobetreiber den Film überhaupt nicht zeigen wollten, weil sie die Angst hatten, dass das ganze Product Placement im Film ein bisschen den Wind aus den Segeln der eigentlichen Kinowerbung nimmt. Und dagegen sind Bogner und Constantin Film als Verleiher des Films sogar rechtlich vorgegangen, vor dem Münchner Landesgericht, dem Oberlandesgericht und dem Bundesgerichtshof und haben tatsächlich dann im Juli 1996 die Entscheidung vom Bundesgerichtshof bekommen, dass das Aufführungsverbot gegen diesen Film wegen dem Product Placement unzulässig war. Der Film wurde dann in 30 Ländern gezeigt und in Deutschland hat man sogar fast 750.000 Kinogänger verzeichnet und damit im Jahr 1990 den 31. Platz auf den Kinocharts vollbracht. Und dabei muss man sagen, ja, das Product Placement in dem Film Feuer, Eis und Dynamit ist extrem penetrant, wobei man allerdings dadurch, dass es sich um einen Sportfilm handelt, auch dazu sagen muss, dass die Tatsache, dass einzelne Firmen, einzelne Sportteams sponsern, eigentlich immer so ist und dass es für einen Sportfilm eigentlich fast unglaubwürdiger gewesen wäre, hätte es dieses Sponsoring nicht gegeben. Und man muss auch sagen, dass dieser Film mit seiner Menge an Drehtagen und seinem Budget für eine damalige deutsche Filmproduktion weit über die Stränge geschlagen hat und ohne das Product Placement, das laut Willy Bogner ungefähr die Hälfte der Produktionskosten des Films abgedeckt hat, diesen Film auch einfach nicht machen hätte können. Dazu muss man auch noch sagen, dass der Soundtrack von dem Film absolut phänomenal ist. Wir haben eine Soundtrack-CD mit 12 Tracks, wo unter anderem der Titeltrack von Deep Purple eingesungen ist. Bonnie Tyler singt ein Lied, auch das Lied, was in der Mitte des Films, glaube ich, ungefähr in dieser Skihütte gesungen wird. Ist absolut großartige eigentlich Late 80s Knallerei und damit ist es ein fantastischer Soundtrack, wo allerdings nicht nur die Lieder aus dem Soundtrack großartig sind, sondern auch die eigentliche Filmmusik, was natürlich darauf zurückgeführt werden könnte, dass die von keinem geringeren als Harold Faltermeier kommt. Ja, der Komponist von Top Gun und Beverly Hills Cop hat auch die Musik von Feuer, Eis und Dynamit gemacht. Das finde ich großartig. Zudem sehen wir auch in den Hauptrollen von dem Film noch einige bekannte Leute. Ich glaube, über Roger Moore brauche ich an der Stelle nichts sagen. Genauso wie über den deutschen Schauspieler Uwe Ochsenknecht, der auch eine der Hauptrollen in dem Film bekleidet hat. Aber interessant finde ich, dass man Shari Belafonte, die eine der Erbin von Roger Moores Charakter spielt, auch noch als 115 Serien der romantischen romantischen Fernsehserie Hotel kennt. Dass wir Bob Goody auch noch beispielsweise gesehen haben ihn als Azurian Man in einer ganz kleinen Rolle in Flash Gordon mit A, beziehungsweise in Ein Fall für die Borger, in Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber. Da sind einige spannende Sachen dabei, aber niemand ist in dem Cast tatsächlich so interessant wie Siegfried Rauch, der nämlich in über 130 Filmen und Fernsehsachen mitgespielt hat. Unter anderem war er der Captain Oscar Steiger in Patton, dem siebenfach Oscar-prämierten Meisterwerk aus dem Jahr 1970. Aber er hat neben etlichen deutschen Film- und Fernsehauftritten dann ganz besonders auch in einigen schlockigeren Sachen mitgespielt. Er war beispielsweise Hamilton in Asteron Brut des Schreckens, hat außerdem noch in Kommissar X, in Der Mönch mit der Peitsche, in Edgar Wallace im Banne des Unheimlichen mitgespielt und in einigen eben von den Filmen, die wir auch spielen. Das Drehbuch stammt aus der einen Seite natürlich mit Überarbeitung von Willy Bogner, wurde aber grundsätzlich geschrieben von einem Autor namens Tony Williamson, der nur relativ wenige Filme geschrieben hat, so wie beispielsweise Die Nacht der Tausend Augen mit Elizabeth Taylor oder Steiner, das Eiserne Kreuz 2, der allerdings recht aktiv war im britischen Fernsehen und eben beispielsweise Serien wie mit Schirm, Scham und Melone, The Champions, Department S und so weiter mitgeschrieben hat, was Willy Bogner dann auch irgendwann einmal damit kommentiert hat, dass er es quasi geschafft hat, diese Charaktere und vor allem so ein bisschen diesen typischen britischen Humor und tatsächlich auch den James Bond Flair mit reinzubringen, weil Feuer, Eis und Dynamit natürlich auf der einen Seite auch ein bisschen eine James Bond Parodie ist, was ich noch einmal weiter
großartig finde. Und damit muss ich tatsächlich sagen, die Frage, ob Feuereis und Dynamit ein guter Film ist, kann man eigentlich gar nicht beantworten. Wäre man der klassische Cinema-Snob, dann würde man wahrscheinlich die Geschichte und die Charaktere ein bisschen hinterfragen. Aber das sind wir hier nicht. Feuereis und Dynamit ist visuell einer der beeindruckendsten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Selten habe ich einen Film erlebt, der es schafft, Sport dermaßen interessant zu machen. Wie gesagt, man sieht, ich Sport. Aber selten hat es ein Film geschafft, mich dafür zu begeistern. Ich schaue kein Skifahren im Fernsehen, weil das schaut bei allen gleich aus und beim einen steht nachher eine Sekunde weniger. Yay, klatschi, klatschi. Aber was Willy Bogner in diesem Fall schafft, das ist es, diese Sportsequenzen dermaßen spannend und adrenalinpumpend zu inszenieren, dass ich sogar bei den längeren Sequenzen immer wieder da gesessen bin und beeindruckt war. Ich war beeindruckt von dem Scope, den dieser Film hatte. Davon, dass der Film einfach wesentlich teurer gewirkt hat, als er das ja letzten Endes war. Ich würde fast sagen, Willy Bogner ist fast der Jackie Chan des Skisports oder generell halt der Sportfilme, was ich darauf zurückführen würde, dass Bogner es schafft, ähnlich wie es Jackie Chan bei den Kampfszenen gemacht hat, nicht etwa dauernd schnell staccatohaft schneiden, um etwaige Unzulänglichkeiten der Darsteller und Stuntmen auszugleichen. Nein, er hält drauf. Wir haben auch in den actionreicheren Sequenzen immer etwas längere Aufnahmen, was einen als Zuschauer einfach noch wesentlich mehr in diese Handlung integriert. Dazu kommen dann noch so Kleinigkeiten wie dieser Ski-Looping, der mit einem Computer berechnet wurde, um den genau richtigen Neigungswinkel zu schaffen, dass die Skifahrer da durchkommen. Und teilweise eben wirklich Sachen, wo ich beim Anschauen gesessen bin, meine, das kann ja nicht funktionieren. Und dann eben nachher dankenswerterweise durch Dinge wie Making-ofs und Audiokommentare und Interviews im Booklet drauf gekommen bin, was für eine Arbeit da investiert wurde, eben nicht das Ganze dann nachher irgendwie im Schnitt faken zu müssen. Natürlich hat man teilweise die Stuntmänner von weiter weg gefilmt und die Schauspieler dann magend in Nahaufnahme, klar, ja, anders kann man es nicht machen, aber man hat sich hier wirklich bemüht, dem Sport so gut wie möglich gerecht zu werden, und das sieht man an diesem Film. Man sieht die Hingabe dem Sport gegenüber, man sieht die Hingabe und das Talent der Stunt-Leute gegenüber. Man sieht natürlich jetzt nicht unbedingt so viel schauspielerisches Talent, aber das kommt relativ schnell in die zweite Reihe. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß bei Feuer, Eis und Dynamit, auch wenn natürlich ein Actionanteil von 60% fast bei über 100 Minuten Laufzeit des Films dann doch auch irgendwann einmal ein bisschen an den Nerven zieht. Aber das ist visuell ein bahnbrechender Film, der für mich ganz besonders mich auch den Humor von Willy Bogner zeigt, weil selbst die schnellsten, rasantesten Sportelemente haben immer auch irgendwie was zumindest zum Grinsen. Ja, wir haben natürlich in erster Linie mit dem schwulen Erben die komplett klassischen 90er-Jahre-Klischees, die schon ein bisschen Ding sind, bedient, oder die Bayern, die alle mit dem Bierfass fahren, natürlich, klar, aber aber es macht Spaß. Es hat eine Atmosphäre. Meine Lieblingsszene in dem Film war eigentlich die, wo Roger Moore auf dem Bildschirm immer noch redet von den sportlichen Werten und von Fairness und so weiter, während sich die alle schon prügeln und mit Schneebällen abschießen. Das war großartig. Man merkt den Humor, man merkt die Leidenschaft, und das ist was, was sich auf den Zuschauer überträgt. Und deswegen freue ich mich tatsächlich, dass ich Feuer, Eis und Dynamit jetzt sehen durfte. Das kam nicht von ungefähr. Das kam nämlich erstens davon, dass mir mein liebes Kanalmitglied Astons Martin in einem seiner letzten Mystery-Pakete diese tatsächlich recht seltene und tatsächlich recht teure DVD geschenkt hat. Vielen Dank erstens dafür, und zweitens, dass sich Astons Martin dann jetzt eben auch im August 2023 den Film Feuer, Eis und Dynamit als Wunsch-Quickie-Review von mir gewünscht hat. Und das war ein Wunsch, den ich persönlich wirklich wahnsinnig gerne erfüllt hat. Ein Film, der mir sehr viel Spaß gemacht hat, den Film, der mir aber übrigens tatsächlich, glaube ich, noch mehr Spaß machen würde, wenn ich ihn in 4K sehen könnte. Bitte, Willi.